geht, Freunde der Außenwelt. Wir switchen rüber und let's rock. Kurzes Spiel. Bereit? Was das? Sehr gut. Und das? Genau. Nicht Deutschland. Aber was? Was? Gurkenbob ist eigentlich das? Offensichtlich eine Insel mit Orten wie wegen dir habe ich gekündigt. Und Pyramiden? Spitzbergen heißt der Fleck und ist so ein bisschen special. Die Insel befindet sich über dem Polarkreis, was bedeutet, dass es dort im Sommer 4 Monate ununterbrochen hell und im Winter 4 Monate das ist cool, das kenn ich. Finster ist. Dann zeig ich mal bei Galileo das so gesehen. 40 Katzen mit, damit es im Winter wenigstens kuschelig ist. Nope, ist verboten. Und für Hunde brauchst du eine Sondergenehmigung. Wofür du keine Sondergenehmigung brauchst, ist von einem Eisbären gefressen zu werden. Die Regierung empfiehlt deshalb beim Spazierengehen eine Waffe. Wenn so ein Eisbär auf dich zukommt, ich fresse will. Morte, ich brauche erst eine Sondergenehmigung, wenn du mich fressen möchtest. Hä, was ist, wenn der dich, also wenn es jetzt wirklich so wäre, wenn der dich frisst, du aber keine Genehmigung hast, kommst du dann in den Knast? Mit sich zu führen. Oder halt irgendetwas, was dich vor Eisbären schützen könnte, was auch immer das sein soll. Vielleicht ein Hosentaschen-Klimawandel. Spitzbergen gehört offiziell zu Norwegen, ist aber ein visafreier Raum. Wenn du Bock hast, könntest du heute deine Sachen packen und dorthin ziehen. Einfach so. Wer will mit mir dahin? Ich werde sicherlich irgendwann mal hingurken. Okay. Ich möchte hinziehen, bitte. Der nördlichste Punkt auf der Erde ist, wo ich mir ein Hotelzimmer buchen kann. Deshalb schönes Plus wegmachen. Ich möchte da wohnen? Kannst du einfach so? Ist ja krass. Los, let's rock. Okay, Leute, es fängt schon sehr gefährlich an heute. Zum Glück habe ich hier nicht gegraben. Es ist ein richtig, richtig großes Flakgeschoss. Ja, man sieht hier noch richtig gut den Führungsring. Wenn das in die Luft fliegt, dann ist ja alles im Umkreis von 20 Meter erstmal weg. Junge, ich hätte das Ding nicht mal angefasst, also. Boah. Wir wollen jetzt anrufen und hoffentlich ein bisschen was davon filmen können. Ich hoffe, es passiert keinem was. Wenn man hier hinten sich das anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Ladung noch komplett ist. Also sie ist nicht hohl, sie ist nicht explodiert. Ich blende euch mal ein, wie so eine leichte Feld... Ich weiß, da passiert nichts, wenn man die anfasst, denke ich zumindest. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Haubitze, so eine Artillerie-Sachen hier verschießt. Okay, dann werden wir mal den Kampfmittelbeseitigungsdienst rufen. Guten Tag, Lange mein Name. Ich bin im Wald auf eine an der Oberfläche liegende scharfe Artilleriegranate gestoßen. Schleppt sie einfach weg! Okay. Alter. Kann da nichts passieren, wenn man die einfach anfasst? Oder was, wenn du jetzt gestolpert wärst und aufs Mausel geflogen wärst? Junge. Ich wäre weggerannt. Wie weit könnte ein Auto mit einer Tankfüllung kommen, wenn die Tankfüllung ein radioaktiver 1 Kilogramm Uranblock ist? Dein Auto also keinen einfachen Verbrennermotor hat, sondern mit Kernspaltung funktioniert. Oh, wenn du an das Zeug überhaupt irgendwie rankommst, ist immerhin der Stoff, aus dem Atombomben gebaut werden. Anyway. Wie gut, wenn du Geld hast, kannst du bestimmt irgendwie kaufen. Tank ist voll. Und jetzt pass mal. Und der ist dann bestimmt übervoll. Ein Liter Benzin würde dich so circa 10 Kilometer weit bringen. Ein Kilogramm eines Tesla Battery Packs, so circa 1 Kilometer. Ein Kilogramm 90%igem Uran 235 kann durch Kernspaltung so ca. 20 Millionen Kilowattstunden an Energie produzieren, was bei einem Durchschnittsverbrauch von ca. 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometern dazu führen würde, dass dich dein 1 Kilogramm Uranblock im Tank so ca. 133 Millionen Kilometer weit bringen könnte. Boah, nie wird am Leben tanken, Alter. Ich will das haben. Ich will es immer. Na gut, was ist bei einem Unfall, Alter? Da kommst du bestimmt nicht mehr lebend raus, Junge. Das schleudert dich doch in die Atmosphäre. Du könntest mit einer Tankfüllung von Pinneberg nach Norderstedt dödeln, dann wieder zurück, dann wieder hin und dann nochmal 7 Millionen Mal hin und zurück. Ich hab ja sonst nichts zu tun, als 7 Millionen Mal da hin und her zu fahren. Du nimmst einfach nochmal ein Kilo und fährst straight zur Sonne und dann bleibst du da auch. Wenn es auch tatsächlich wahnsinnig effizient wäre, Uran... Bring ich damit nicht die Sonne weg? Was passiert, wenn ich eine Atombombe in die Sonne schieße? Die verpufft dann einfach nur, diese Atombombe, wa? Zu danken. Kannst du dir auch sicher sein, dass keine... Gibt's da ein Video? Was passieren würde, wenn man eine Atombombe in die Sonne schießt? Die stärkste Atombombe der Welt? Und Kasko dieser Welt deinen Auffallunfall covern würde. Wie gut, wie wollen die das auch? Oh, ich meine, du hast ja da nichts mehr von Leben, wenn du da drinnen stirbst. Du bist dann tot. Okay, ich will dann doch nicht so eine Tankfüllung. Schauen wir doch. Oh. Abhauen weg? Okay, das machen wir aber noch. Was geht mit der? Boah, so richtig Allmann-Frau, Alter. Nein. Wie deutsch willst du sein? Ich ruf die Polizei. Weswegen denn? Du hast hier nicht auf der Wiese zu suchen. Wieso nicht? Wieso? Guter Grund, hau ab hier. Junge, was sind das für Menschen? Wohnt der in Berlin? Wieso denn? Ich nehme den Müll mit. Doch. Da hinten. Die hat einfach die Wiese gekauft. Was soll die Polizei machen, wenn es eine öffentliche Wiese ist, Alter? Ihnen auch ein paar schöne Feiertage. Nett, sehr nett.
verstehe das. Ich finde das immer krass, wie dreist sich die Leute rausnehmen, wenn sie in einem Block wohnen, dass ihnen direkt die Wiese davor gehört. Die Wiese gehört immer noch dem Vermieter. Und der Vermieter hat immer noch zu entscheiden, wer da drauf darf und wer nicht. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob die es unterbieten können, die grünen Flächen zu betreten oder so. Aber ich habe das zumindest mal irgendwo gehört, dass das halt immer noch in Sache der Vermieter ist und dass niemand der Mieter sagen kann, jo, du wohnst nicht hier, du darfst nicht unsere Wiese betreten. Was ja nicht ihre Wiese ist. Problem nur nicht. So, ich hab's mal gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich denk mal schon. Ja, ich glaube auch. Du darfst hier gar keine Wiese mehr betreten, wenn du da nicht wohnst, Alter. Ja, ist Junge, doch gut. Die Menschen werden immer freundlicher, Alter. Echt immer freundlicher. Junge, die Frau kannst du verbuddeln. Gut. Sorry, aber ist so. Oh, beruhigen Sie sich, Mensch. Meine Fresse, ey. Statt einfach freundlich zu sagen, kommt die direkt so an. Verpiss dich, Alter. Was für ein Dude, ey. Dudin. Ich sag das ja wirklich nicht gerne, aber Huawei hat jetzt ein ernsthaftes Problem. Und das ist okay. Nicht übertrieben. Huawei ist schon lange in den USA auf einer Blacklist. Ich fand Huawei immer geil, muss ich sagen. Aber seit die halt nicht mehr Kugel nutzen und man auch mit Umwege nur an sein Kugelkonto da drauf machen kann und so, habe ich mich von Huawei losgerissen. Das heißt, sie dürfen keine Geschäfte mehr ist mit schon einem eine Weile, Unternehmen ja. aus den USA machen. Deswegen haben die Handys zum Beispiel auch keine Google-Dienste, weil Google sitzt in den USA. In der Tat. Und davon gab es aber Ausnahmen. Spezielle genau. Lizenzen konnten zum Beispiel Qualcomm und Microsoft weiterverkaufen. Deswegen läuft dann auch immer noch Windows auf den Huawei-Laptops. Und mit all diesen Lizenzen konnte Huawei dann auch trotz des US-Bans weiter gut produzieren. Aber genau das soll sich halt jetzt ändern. Die USA haben angekündigt, dass sie keine solchen Lizenzen mehr vergeben. Man wolle so verhindern, dass das chinesische Militär durch amerikanische Technologien modernisiert wird. Das ist zumindest die offizielle Begründung. Huawei war das alles schon mit den Ausnahmen eine Katastrophe. Der Marktanteil von Huawei-Handys in Deutschland war wirklich hoch und ist mittlerweile auf unter 1% gefallen. Aber jetzt... Naja, klar, was erwartest du, Junge? Jeder nutzt Google. Also, jeder, der Google nutzt, nutzt Google. Aber ich, deswegen, es war einer der Gründe, warum ich nicht... Das letzte Huawei, was ich hatte, war, glaube ich, das P30. Das P40 wollte ich dann nicht, weil es halt kein Google mehr drauf gab. Google, also nur mit Umwege. Und deswegen bin ich dann zu Xiaomi gewechselt. Das Ganze auch die Smartwatches von Huawei betreffen, die Monitore, die Laptops, die Kopfhörer, eigentlich alles. Mal sehen, wie weit Huawei so noch kommen wird. Wenn Videospiele Menschen wären. Minecraft, du bist echt kacke, muss ich dir sagen. Okay, unser Spiel ist kacke und wieso soll es genau kacke sein? Genau, kacke. Und warum? Weil dein Spiel sinnlos ist. Leute laufen mit kleinen Figürchen in der schlechtesten, abgefucktesten Grafik überhaupt rum und bauen irgendwelche sinnlosen Häuser. Nein, verdammt. Also erstens ist das ein total geiles Community-Game. Zweitens haben auch wir Sachen wie PvP. Und drittens muss ich dir ganz bestimmt jetzt nicht aufsehen, was man alles in Minecraft... Und ich muss sagen, durch die Mods, die es in Minecraft gibt und die nie enden, weil die Mod-Community halt täglich was Neues bringt, ist das halt einfach ein Dauerbrenner. Machen kann, weil ich weiß, ich muss auch mal weiterspielen. Ihr mit euren komischen Bauklötzen und eurer Grafik von 1960, was soll das? Aber ja, das gerade bei COD, wo der Engine nie erneuert wird. Ey, Call of Duty, euer Spiel ist besonders sinnvoll, oder? Einfach nur sinnlos irgendwelche Leute abzumurksen und das als Hauptsinn des Spiels darzustellen? Leute abmurksen hin oder her. Eigentlich geht's auch oft darum, Flaggen einzunehmen und Bomben zu platzieren. Das muss hier schon gesagt sein, wenn schon, denn schon. Flaggen einnehmen und Bomben platzieren? Ah, cool. Während man wiederum alle Leute abmurkst. Also... ja? Ja? Hallöchen, ihr seid mir ein bisschen laut. Darf ich denn vielleicht wenigstens mitreden. Ah, GTA-Homie, gesell dich gerne zu uns. Minecraft möchte uns sagen, dass unsere Games, wo wir ein bisschen rumschießen, sinnlos sind. Was sagst du? Ich will bloß noch, dass Fortnite auftaucht. Was sagst du dazu? GTA, jetzt... Wenn Videos... Wie, das war jetzt einfach Ende? Was? Hä? GTA konnte gar nichts wirklich... Ah, na gut, das YouTube geht nur eine Minute, ne? Auf TikTok wär's wahrscheinlich länger gegangen. Warum meine chinesischen Freunde Angst um mich bekommen haben, als ich einer fremden Person den Krankenwagen gerufen habe. Vor circa 8 Jahren in Shanghai... Wieso kriegt man Angst, wenn man einen fremden Krankenwagen gerufen hat? Ich guck erst mal weiter. Habe ich nachts aus einer Bar einen jungen Mann herauskommen sehen und er hat getorkelt, ist auf den Boden gefallen und hat sich nicht mehr gerührt. Also habe ich ihn einen Krankenwagen gerufen. Als der Krankenwagen ankam, gab es erst noch ganz andere... Also ich hoffe nicht, dass er tot ist, nicht, dass er jetzt Krankenwagen gerufen hat. Komplikationen, darum geht's aber nicht in diesem Video. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, könnt ihr mir es gerne sagen. Als ich jedenfalls im Nachhinein davon ein paar chinesischen Freunden erzählt habe, haben die alle gleich reagiert. Die haben sich nämlich Sorgen um mich gemacht und waren schon fast sauer auf mich. Krass, Alter, da fällt jemand zu Boden, bewegt sich nicht mehr. Ich rufe Hilfe und statt sich um den Sorgen zu machen, machen sie sich Sorgen um den, der Hilfe ruft. Irgendwie ist das verkehrte Welt hier. Denn wie kann ich denn sowas Dummes tun, jemand anderem zu helfen? Stellt sich heraus, in Deutschland kannst du wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt werden. In China ist es genau andersrum. Hier kann quasi alles gegen dich verwendet werden, was du machst, wenn du einer Person hilfst. Du wirst in China wegen Hilfeleistung verklagt? Weil du jemanden... Was? Und manche Personen nutzen das leider so ziemlich aus. Das heißt, meine Freundin... Der tut da im Hintergrund. einfach Angst, dass ich auf sehr hohen Schadensersatz verklagt werde. Und ja, die Stadt, in der ich jetzt wohne, Shenzhen, ist übrigens die erste, die ein gutes Samaritergesetz hat. Das ist ja krank, Alter. Du hilfst jemanden
Und kannst dann verklagt werden auf Schadensersatz, weil du denen geholfen hast? Was? Da würde ich ja nie jemandem helfen, Alter. Da würde ich immer weiterlaufen. Da hätte ich wirklich Angst, dass ich verklagt werde und dann irgendwann auf Millionen Schulden sitze, weil halt jeder mich verklagt, den ich geholfen habe. Das ist doch krankhaft, Alter. Wer macht denn sowas? Wer kommt auf die Idee, solche Gesetze zu machen? Was ist mit den Menschen nicht in Ordnung? Na gut, in Deutschland hast du ja auch ein Problem, wenn du einer Frau hilfst, gab es auch schon mal Fälle, weil er die Frau bei Erste-Hilfe-Maßnahmen, weil er sie wiederbelebt hat, an die Brust gekommen ist. Und die Frau hat ihn halt dann dafür verklagt. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit durchgekommen ist. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ich finde sowas einfach dreist. Da ist ein Mann, der rettet dir das Leben, kommt dir bei Erste-Hilfe-Maßnahmen aus Versehen an die Brust. Und dann verklagst du ihn, weil er dir das Leben gerettet hat? Das bedeutet, Hilfeleistung ist... Das ist auch das, warum das in Deutschland halt auch immer weniger wird, diese Zivilcourage. ...hier theoretisch erlaubt. Ich würde mich aber nicht unbedingt darauf verlassen. Das heißt, in ähnlichen Situationen in Shenzhen würde ich trotzdem vorsichtig bleiben. Ja, und jetzt weißt du, warum meine chinesischen... Ja, cooler Loop. Okay, das ist echt krank, Alter. Max, liest du mal vor. Oh, ja, ich kann leider meine Tasche nicht öffnen. Warum? Da ist wohl ein Zuhälter drin. Sehr witzig, das geht. Okay, der war krass. Gibt erstmal eine 6. Hä? Eine 6 in Deutsch? Ich hab doch geübt mit du. So, bedankt euch bei Max. Darf man überhaupt eine 6 geben, weil man einen schlechten Witz gemacht hat? Ist das erlaubt? Ihr werdet schön alle nachsitzen. Hä, hey, aber warum was? Ich? Aber warum ich? Tja, gute Frage. Dürfte die Lehrerin hier die gesamte Klasse bestrafen? Eine Minute. Nee, eigentlich nicht. Das wäre ja frech, oder? Na gut, bei der Armee wird ja auch deine ganze Gruppe bestraft, wenn du Scheiße baust. Jura, und tatsächlich ist das Bestrafen der gesamten Klasse unzulässig als sogenannte Kollektivstrafe. Sie kann Max bestrafen, nicht jedoch die ganze Klasse. Das war eine Minute Jura, und wer ist ja, jetzt gut. dran? Das Max, ja liest auch... du mal vor. Hallo, es geht keine Pause. Das wäre ja auch ziemlich frech, Alter, wenn die Lehrerin das könnte. Was Jungs sagen, wenn sie keine Argumente mehr haben. Ist doch egal. Das sagen Frauen auch, Mann! Das ist doch nicht mehr wichtig. Das sagen Frauen genauso. Komm, Schatz, ich hab's nicht so gemeint. Das kommt auch von beiden Seiten. Nicht. Das kommt vor allem von Frauen. Und es geht ums Prinzip. Das kommt auch eigentlich vermehrt von... Nee, das kommt von beiden Seiten gleich. Gut, das reicht jetzt. Es wird zurückgeschossen. Diese ganzen Sachen und Argumente treffen niemals auf uns Jungs zu, sondern auf euch Mädels. Smash! Wenn wir Jungs bei einer Diskussion mit euch Mädels keine Argumente mehr haben, dann sagen wir solche Sätze wie okay oder schön. Was ihr aber am meisten sagt, wenn ihr keine Argumente mehr findet... Das stimmt eigentlich, weil dann besser aufgeben als... ...ist wirklich der Satz, es geht ums Prinzip. Wieso hast du... Aber das sage ich auch oft, es geht ums Prinzip. Es ist ja manchmal wirklich um das Prinzip, um das es geht. Hast du das gemacht? Weil du das aber das kommt von beiden Seiten gleich. Ja, aber ich hab's doch gar nicht von dir verlangt. Ja, aber es geht ums Prinzip. Digga, welches Prinzip? Diese ganzen Fakten wurden jetzt... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Es geht ums Prinzip, obwohl es gar kein Prinzip gibt, um das es gehen kann. Ganz kurz erwähnt, aber wirklich. No front an euch, okay? Okay, das war echt cool. Schatz? Ja? Könntest du mir gerade was aus der Küche mitbringen? Ich bin gar nicht mehr in der Küche, ich bin technisch gesehen schon im Wohnzimmer. Ach komm, Schatz, bitte. Technisch gesehen. Okay, was willst du denn? Es wär super, wenn du mir meinen Lieblingstee machen könntest. Okay. Na da. Was ist denn dein Lieblingstee? Schatz, das musst du doch wissen, den trinke ich jeden Tag. Pfefferminztee? Nein, Himbeer-Brennnessel-Prinzessinnen-Tee. Himbeer-Brennnessel-Prinzessin? Was ist das denn der Teesorte, Mann? Ich hätte einfach in den Schrank geguckt, welcher Tee da ist. Und von denen, der am meisten da ist, das ist wahrscheinlich nicht der Lieblingstee, weil dann wäre schon alle. Das hab ich noch nie gesehen, okay. Und bitte in meiner Lieblingstasse. Du hast deine Lieblingstasse? Ja, das okay, ist... Okay, das müsste er aber dann wissen. Das ist die sie am häufigsten benutzt. Die, aus der ich jeden Tag trinke. Ich achte nicht so darauf, was du für Tassen benutzt. Weißt du eigentlich überhaupt irgendwas über mich? Ja, klar, du bist meine Freundin. Was ist meine Lieblingsfarbe zum Beispiel? Rot? Nein, Babyblau, schon seit 2 Wochen. Kannst du überhaupt irgendwas... Junge, seit 2 Wochen habe ich erstmal blau. Kannst du über mich sagen? Ich wechselt jede Woche ihre Lieblingsfarbe. Deine Haarfarbe. Was ist denn meine Haarfarbe, hm? Kannst du kurz die Decke wecken? Oh mein Gott, das ist jetzt nicht wahr. Okay, jetzt wird's aber langsam ernst. Mach mal ganz kurz die Decke bitte weg, Schatz. Oh, ich glaube, er ist jetzt Single. Stadtkinder versus Dorfkinder bei der ersten Fahrstunde. Ja, Sebastian, herzlich willkommen zu deiner ersten Fahrstunde. Wir fangen heute mal mit dem... Wieso hat der im Auto eine Weste? Hä? Grundlagen an. Die Grundlagen? Das kann doch nicht so schwer sein, mein Gott. Ich muss doch nur Auto fahren. Ja, wenn das so ist, dann mach doch mal bitte den Motor an. Easy. Ja, genau. Was?
Der Scheibenwischer. Ja, sorry, das war aus Versehen. Hier. Bei Fahrschulauto, bei dem ich... Was? Lass laber hier. Ich war auf jeden Fall immer verwirrt, weil ich habe den Start-Stopp-Knopf gedrückt. Okay, alles funktioniert. Die Anzeigen gingen an. Okay, alles super. Perfekt. Ich will losfahren. Es funktioniert aber nicht. Ich will losfahren. Es funktioniert immer noch nicht. Ich denke so, Handbremse. Nee, habe ich ja schon gelöst. Und dann so, Gang? Okay, erster Gang ist drin, aber warum passiert nichts? Und mein Fahrlehrer so, ach, das Auto, hä? Ah, schönes Elektroauto, schnurrt wie ein Kätzchen. Ich so, ich hab doch Start gedrückt. Und der so, nee, du musst nochmal drücken. Man kann es auch mit Kupplung starten. Und das habe ich dann auch so geübt. Aber es war dann halt immer drin, dass ich, wenn ich die Kupplung drücke, das Auto starte. Aber das funktioniert nicht, wenn du das Auto mit Startknopf, Start-Stopp-Knopf ausmachst. Das hat mich jedes Mal total verwirrt, Alter. Jetzt hast du das Licht angemacht. Vielleicht hier? Ja, da ist noch eine Tröte drauf. Versus Dorfkinder. Janukas, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du schon mal Auto gefahren? Ja, ein paar Mal schon, aber meistens fahre ich immer... Mein Fahrlehrer auch so zu mir, als wir Kupplung geübt haben. So 5 Minuten später, der so zu mir, na, und bei wem hast du schwarz geübt? Mit dem Trecker von meinem Opa. Ja, super, dann fangen wir trotzdem mal mit den Grundlagen an. Und was, das brauchen Sie mir alles gar nicht zeigen. Schneiden Sie sich lieber an, ich fahre jetzt. Was? Junge! Jo, er fährt, der Fahrlehrer bleibt noch still sitzen. Also, geh nicht. Stadt? Ja, ungefähr so war meine erste Fahrstunde. Patienten in der Stadt versus auf dem Land. Na hallo, jetzt, hallo, ich hab ach, das ist was ganz anderes. Fiesen Schluck auf. Das ich gehe wegen Schluck auf zum Arzt, genau, ins Krankenhaus noch am besten. Ist nicht ernst, oder? Doch, seit circa 4 Stunden. Ja, und jetzt? So langer Schluck auf, Alter. Tun Sie doch etwas. Was sollen wir dagegen tun? Ihr Zwerchfell ist gereiht. Stellen Sie sich auf den Kopf, lassen Sie sich erschrecken. Was auf den Kopf stellen hilft gegen Schluck auf? Okay, das wusste ich nicht. Was auch immer, da kann keiner irgendwas dran machen. Naja, Sie sind mir ein toller Rettungsanimensch. Rettungsanimensch! Was passiert? Ja, hallo, Sie müssten mir mal helfen. Ich bin heute Mittag vom Traktor gefallen und es hat einfach ein Bein geknackt. Okay. Also einfach so chillig, es hat ein Bein geknackt. Okay, stimmt aber. Hä? Ich bin ja auch eher so ländlich nicht und nicht Stadtmensch. Ich habe mir auch mal einen Finger angebrochen bei Ninjutsu-Training. Und ich bin auch erst eine Woche später zum Arzt. Und der Arzt hat so gesagt, wieso bist du nicht gleich gekommen? Warum wartest du nur? Ich so, ich wusste nicht, dass da was ist. Das hat bloß ein bisschen gestochen immer, wenn ich den Finger so irgendwo drauf gedrückt habe. Und es wurde halt immer blauer. Und dann dachte ich mir, jetzt komm, jetzt gehst du mal zum Arzt. Der Knochen steht auf jeden Fall auch nicht so, ja, und dann wie er sagt stehen der Arzt, soll. Halt ja, das habe ich wohl auch schon gesehen. Meine Frau sollte eigentlich einmal kräftig dran ziehen, soll. Die muss aber leider Überstunden machen. Deshalb habe ich sie gerufen. Sie müssen. Das hilft auf jeden Fall bei gebrochenen Knochen. Mal kurz dran ziehen. Einmal dran ziehen, damit das wieder... Das Lustige ist, der Arzt hat mir dann so eine Gipsschiene dran gemacht. Das ist halt nur so ein halber Gips und Verband drum. Ich konnte damit aber nicht mehr zocken. Also habe ich das immer zu Hause wieder abgemacht. Gerade steht. Guter Mann, natürlich ziehen wir das gleich gerade, aber mit Schmerzmedikamenten und dann geht's ab ins Krankenhaus. Wie sind Sie überhaupt seit heute Mittag mit so einem Bein parat gekommen? Die hatte ich noch vom letzten Mal, da war es auf der anderen Seite. Die hatte mir dann der Hausarzt nach einer Woche mitgegeben. Nach einer Woche erst? Okay, das war gut. Sehr cool. Lass mal einen kleinen Ausflug in ein anderes TikTok machen. Das faltbare Handy von Oppo, also das Find N, kann man ja leider... Ich höre mir nie wieder ein faltbares Handy. Die Apps sind nicht gut optimiert dafür. Leider nur in China kaufen. Nicht mal der mitgelieferte Stecker passt in unsere Steckdose. Das heißt jetzt aber auch, dass die komplette Software hier auf dem Handy für den chinesischen Markt gedacht ist, nicht na für toll. Uns. Das ist natürlich nicht gut. Google Play Store gibt's natürlich nicht, aber dafür den App Market. In der Suche hier oben kurz mal TikTok ja, eingegeben. Gut, dann will ich schon wieder mal nicht. Hier bei Douyin, so heißt die chinesische Version der App. Wenn wir die App jetzt öffnen, kommt das Layout hier dann doch sehr bekannt vor. Rechts das Empfehlen dürfte sowas wie unsere For You Page sein. In der Mitte wahrscheinlich unsere Folge ich. Seite. Ganz links gibt's dann noch Videos nur von Creatoren, die aus der Nähe kommen. Das Layout hier okay. Unten ist eigentlich unverändert. Dafür ist hier rechts noch ein Stern, den wir nicht haben. Die Suche sieht ein bisschen anders aus und auch die Profile warum haben sind ein so anderes unterschiedlich? Design. Und auch die Videos sind, sagen wir, ein klein bisschen anders. Naja, chinesische Videos sind sowieso so ein ganz anderes Lass Konzept. Mal einen kleinen was war das? Krank. Aber ich hatte mal das Samsung Galaxy Fold. Ich hol's nie wieder, weil die Apps sind halt wirklich, wie gesagt, nicht gut optimiert dafür. Entweder hat man auf dem Frontdisplay lauter schwarze Balken um und unten. Oder du siehst links und rechts halt nichts. Bei TikTok habe ich zum Beispiel die Texte nicht gesehen. Die sind immer einfach aus dem Bild raus. Einfach raus. Und das Handy aufgeklappt, war manche Apps so groß, dass dir alles entgegenkam. So 3D ohne 3D halt.
Oh, wer bist denn du? Ich bin's, Moritz. Ich versuche mich einzuloggen. Nein, ich kann dich nicht in diesen Moritz-Account lassen. Du bist nicht Moritz. Komm schon, Bro. Ich bin's, Moritz. Moritz würde sich nicht mit diesem MacBook einloggen. Genauso wie bei Amazon. Also, wir gucken es jetzt mal zu Ende. Ich erkenne es nicht. Bro, ich habe dieses MacBook hier gekauft. Du hast sogar die Benachrichtigung dafür bekommen. Okay, ich lass dich rein, wenn du diese zwei Sicherheitsfragen richtig beantworten kannst. Okay, wie lauten die Sicherheitsfragen? Nummer 1. Was hat dein Vater als erstes gesagt, als du geboren wurdest? Echt jetzt? Er sieht aus wie der Postbote. Alles klar, das ist die richtige Antwort. Und du siehst wirklich ein bisschen aus wie der Postbote. Bruce. Woher weiß er das? Zwei, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Junge, wann habe ich diesen Account erstellt? Du warst 12, als du ihn erstellt hast. Oh mein Gott. Gedanken lesen. Okay, das ist auch die richtige Antwort. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum? Ja, weil ich damals schon voll auf meine Hausaufgaben vergessen habe, um die Gedanken meines Lehrers zu lesen, damit ich die Antworten weiß. Alles okay, klar, das ist du schlau. Du in der Schule deine Hausaufgaben machen sollen. So viele Rechtschreibfehler, wie du in deinen E-Mails hast. Alter! Komm rein. Danke. Das ist wirklich, aber das bei Amazon hatte ich letztens so Sicherheitscheck, ne? Ich habe mein Konto bei Amazon aufgeladen, dachte so, okay, jetzt gleich mal Bestellung tätigen und dann auf einmal ein paar Stunden später kam, wir haben verdächtige Aktivitäten festgestellt und ihr Konto vorerst gesperrt. Dann habe ich einen Code bekommen und dann musste ich den Code eingeben, dann musste ich von meiner Kreditkarte das Ablaufdatum eingeben und dann musste ich ein neues Passwort erstellen. Habe ich alles gemacht. Okay, das, was ich zuvor bestellt hatte, wurde natürlich von Amazon automatisch storniert. Das habe ich dann erneut bestellt. Aber natürlich nicht alles auf einmal, sondern einzeln. Dachte mir, okay, jetzt bestelle ich erst das eine. Gut, bevor wieder was passiert. 5 Minuten später, ihr Konto wurde deaktiviert wegen verdächtiger Aktivität. Bitte rufen Sie den Support an. Dann konnte ich gar nicht mehr. Man muss Support anrufen. Und dann auf einmal so, okay, wir schalten es in ein paar Tagen wieder frei. Ich denke mir so, WTF, ein paar Tage, Alter. Es sollte heute wieder gehen. Ich gehe rein. Ihr Konto wurde gesperrt wegen verdächtiger Aktivität. Amazon Scheiße, Alter. Das waren echt coole Shorts. Ich hoffe, euch haben die Shorts so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.